Hallo, welcome back to my channel. Ich habe hier eine Blumenvase, die hat mir nicht mehr gefallen, die muss ich ein bisschen schöner machen. Und zwar habe ich schon mal angefangen, aber dann ist mir leider der Akku ausgegangen und hat mir der Anfang vom Film gelöscht. Darum zeige ich euch das nochmal kurz. Hier unten habe ich so ein Glitzerband, sowas zugeschnitten der zweier Reihe von der Rolle. Die tut er einfach ankleben. Einmal Kleber, Heißklebepistole dran und dann hier das so drauf drücke und dann hier die zwei Vertiefungen einmal ringsrum. Und dann gibt es hier so Mosaikglas. Das kann man ganz toll zuschneiden, geht ganz einfach. Das muss man so einknicken und dann nimmt man hier den Schneider und das können wir damit zum Cuttermesser hier ganz entlang fahren und dann könnt ihr das euch auch zuschneiden. Die sind selbstklebend. Macht man hier einfach nur die Folie weg. Die habe ich übrigens bei Teddy gekauft. Da sind die ganz günstig und dann mache ich hier den Kleber weg und dann setze ich das hier an und klebe das einfach fest. Ganz einfach. So, dann machen wir den Rest. Habe ich hier jetzt auch nochmal so Sticker für 2 Euro. Die klebt auch selber. Auch selbstklebend. Thank you.
So sieht sie denn aus, wenn sie fertig ist. Das lassen wir noch ein bisschen trocknen. Und wenn man dann ein paar Löcher drunter hat, geht man noch mal kurz mit dem Pinsel drüber. Wirft noch ein paar von den Glassplitterle rein. Und dann sieht es schön aus. Und man hat eine neue Vase, die sehr schön glitzert. Hat es euch gefallen? Daumen hoch. Wollt ihr mehr sehen? Abonnieren. Danke. Ciao. Bye bye.